Ich hätte nicht gedacht, dass ich in meinem Leben jemals so ein Video drehen werde, beziehungsweise, dass ich jemals überhaupt die Möglichkeit habe, über mich zu sagen, dass ich mir ein Tattoo habe stechen lassen. Das klingt immer noch komisch, das zu sagen. Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier von mir. Ihr habt es gerade im Titel wahrscheinlich schon gelesen und fragt euch wahrscheinlich auch so, was zur Hölle hat sie getan? Kurze Unterbrechung, bevor wir wirklich zum Video kommen. Ich habe eine richtig, richtig coole Neuigkeit für euch und ich bin super, super aufgeregt und freue mich total. Denn die meisten von euch wissen bestimmt, dass ich die letzten 2 Jahre Schülerkalender für euch rausgebracht habe. Sozusagen Planer für euren Alltag, die ihr natürlich benutzen könnt, wenn ihr auch kein Schüler seid. Und da die euch so gut gefallen haben und immer so gut ankamen, gibt es jetzt ein neues Modell. Das ist der Kalender für 2019, 2020, also ganz, ganz neu. Den gibt es ab heute, also ab dem Zeitpunkt, wo ihr das seht, in jeder Buchhandlung in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und auch bei Amazon zu kaufen. Den Amazon-Link packe ich euch mal unten in die Infobox. Ihr könnt, wie gesagt, in jede Buchhandlung gehen. Die haben den eigentlich alle. Es gibt aber auch noch eine besondere Aktion. Und zwar habe ich 2000 dieser Schülerkalender hier handsigniert. Und die gibt es nur im Thalia. Also wenn ihr eine handsignierte Ausgabe von mir haben wollt, dann rennt jetzt ganz, ganz schnell in den Thalia. Da gibt es nämlich nur ein paar. Ich finde, der Kalender ist wieder wunderschön geworden. Ich kann euch mal so einen kleinen Einblick geben. Ich zeige euch nicht zu viel. Ihr sollt das ja alles selbst entdecken. Aber es gibt auch wieder, wie jedes Jahr, ganz, ganz viele Sachen zum Organisieren. Unter anderem so einen süßen Geburtstagserinnerer. Ich vergesse nämlich Geburtstage immer selbst. Und natürlich wieder ganz, ganz viele DIYs. Es gibt jeden Monat ein DIY oder super hilfreiche Tipps. Also jeden Monat irgendwas Neues. Ich würde mich total freuen, wenn ihr den Kalender kauft und ihn postet, das mit dem Hashtag #BeautixKalender zu versehen. Ich liebe den neuen Kalender. Ich bin total froh, dass er so geworden ist, wie er jetzt ist. Ich finde ihn wunderschön. Ich hoffe, er gefällt euch auch. Und jetzt machen wir erstmal weiter mit dem Video. Es ist wahr, ich habe mir ein Tattoo stechen lassen und es hat mit meiner kleinen Schwester zu tun. Ich weiß nicht, wie genau ich es jetzt im Titel beschrieben habe, aber ich habe mir nicht den Kopf von meiner Schwester tätowieren lassen. Keine Sorge. Obwohl das wahrscheinlich auch gar nicht mal so schlimm wäre. Solange es nicht irgendein Freund oder ein Partner ist, verspalten sich die Meinungen wahrscheinlich auch. Ich habe keine Ahnung, wie ich darüber denke. Ich würde mir niemals ein Gesicht oder einen Kopf tätowieren lassen. Schon alleine, dass Snapchat-Filter dann 2 Gesichter an meinem Körper erkennen könnten, fände ich dezent gruselig. Darum soll es in diesem Video aber gar nicht gehen. Ich hatte eine spontane bzw. nicht so spontane Eingebung, mich tätowieren zu lassen. Dieser Gedanke ist immer wieder in meinem Kopf rumgeschwirrt. Ich habe letztens nach Gerüchten über mich gefragt und da kamen sehr, sehr viele Gerüchte, ich würde meine kleine Schwester nur für meine Videos oder für Klicks oder was auch immer benutzen. Und sie in echt gar nicht so behandeln bzw. gar nicht so lieb haben. Aber ich glaube spätestens jetzt, obwohl man könnte wieder denken, dass es komisch ist, weil ich ein Video darüber mache. Das ist nicht der Fall, dass ich mich tätowieren lasse für ein Video. Meine kleine Schwester ist so ungefähr der wichtigste... Oh mein Gott. Ew. Normalerweise muss ich nicht heulen bei Sachen, wenn ich über Sachen rede. Aber das ist voll das komische Gefühl gerade. Meine kleine Schwester ist so ungefähr der... Oh mein Gott, ich kann das nicht. Scheiße, ich hätte nicht gedacht, dass das passiert. Boah, voll das Klischee-Video hier gerade. Das war schlimm. Jana, ihr kennt Jana alle, ist so ungefähr der wichtigste und tollste Mensch in meinem Leben. Ich habe sie unfassbar doll lieb und ich könnte mir niemals vorstellen, sie nicht zu haben, beziehungsweise sie nicht auch irgendwie meine beste Freundin nennen zu können oder sie so zu nennen. Ich kann gar kein Deutsch mehr. Ich weiß auch nicht, ich kann sowas nicht ausdrücken. Ich bin voll schlecht in sowas. Ich bin so ein kleiner, kalter Stein, der nicht über Gefühle sprechen kann. Ich versuche es gerade, aber es ist nicht so einfach. Ich habe mitgevloggt, als ich mich dazu entschieden habe, mir das Tattoo zu stechen. Und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Hallo. Ich bin gerade in Berlin. Wie ihr sehen könnt, ich bin nicht zu Hause, ich bin in einem Hotelzimmer. Was nebenbei sehr unordentlich ist, also achtet nicht darauf. Das ist so komisch, das zu sagen, aber ich bin gerade dabei, in einem Tattoo-Studio zu schreiben, die vielleicht morgen einen Termin für mich frei haben. Wahrscheinlich... Oh mein Gott. Ich kann nicht mal mehr sitzen, ich bin voll aufgeregt. Es ist gerade schon voll spät. Ich werde euch auf jeden Fall updaten, ob es klappt. Es ist der nächste Tag. Ich habe zu Hause noch niemandem davon erzählt. Ich habe es schon mal zu Hause erwähnt, schon mehrmals. Es ist aber schon länger her, also es wäre nicht ganz so asozial. Obwohl es wahrscheinlich trotzdem ein Schock wird, weil, glaube ich, niemand damit rechnet, dass ich das mache. Ich gucke gerade nach so Schriftartenseiten. Ich zeige euch jetzt das Tattoo. Ich werde euch die Bedeutung bzw. was es genau heißt, später noch zeigen. Das hier ist jetzt das Motiv, was ich haben möchte, aber nicht in dieser Schriftart. Die fand ich richtig, richtig cool. Ich wollte halt sowas ganz, ganz Dünnes und Filigranes haben. Ich habe da schon super lange drüber nachgedacht, mir ein Tattoo stechen zu lassen. Und vor allen Dingen genau dieses Tattoo. Ich habe ein bisschen Angst, ob das doll wehtun wird und so. Ich weiß, dass diese Stelle sehr, sehr wehtun wird. 15:13 Uhr. Um 17 Uhr ist mein Termin. Und langsam kriege ich ein bisschen Bammel.
Ich habe mich für Lautschrift entschieden. Die meisten können mit dem Begriff Lautschrift jetzt wahrscheinlich nicht so viel anfangen. Das ist das, was in den Wörterbüchern immer hinter dem Wort steht. Das heißt, wie man ein bestimmtes Wort ausspricht. Ich wollte halt nicht, dass man direkt denkt, ach ja, die hat irgendein random Geburtsdatum da auf ihrem Körper stehen, so wie jeder. Ich wollte einfach, dass man nicht direkt checkt, was das ist. Das Ganze sagt nämlich eigentlich nur 5-10-7. Der Geburtstag von meiner Schwester ist am 5.10.2007. Und ich finde es super schön, dass man, wenn man weiß, was es bedeutet, es sofort versteht. Aber wenn man keine Ahnung hat, erstmal überlegen muss. Das zur Bedeutung gebe mein Zettelstudio. Ich habe jetzt Mariam abgeholt. Hallo! Soll ich auch so Angst? Ach, hat sie nicht. Tada! Da gehen wir jetzt rein. Julia, sind Sie aufgeregt? Haben Sie Angst? Nein. Denken Sie, es wird cool? Ich, ja. Ganz sicher? Ja. Okay. Bist du aufgeregt? Ja. Ich bin gespannt, wie das ist mit dem Schmerz, weil er gerade gesagt hat, das ist so ein bisschen wie epilieren. Augenbrauen ist voll. Kein Witz, ich kann das nicht. Also eigentlich bin ich nicht so schmerzempfindlich. Eigentlich. Aber Augenbrauen zupfen ist voll schlimm. Sag mir mal nochmal ungefähr, wo du es hinhaben möchtest. Oh ja, das wird gut. Oh Mann. Es geht los, es geht los. Ah. Und? Ist das schon? Das war jetzt der Strich vom F quasi. An manchen Stellen tut es auch mehr. Ja, tu jetzt auch hart vor der Kamera. Warte, ich mach mal einen längeren Strich. Okay. Ja, jetzt. Stirbst du? Warum lachst du? Ich spür ich doch. Sie stirbt innerlich. Nee? Wie ist es, Augenbrauen zupfen oder doch ein bisschen doller? Hast du Tränen in den Augen? Ein bisschen. Aber echt? Nur weil es weh tut, glaube ich. Tut's nicht weh? Ja. Nee, es geht voll. Also es tut weh, aber nicht so, wie du gedacht hast. Ja, ich spür's halt. Es tut schon weh. Oh ja. Na, wie fühlst du dich? Dann jetzt hoch, falsch rum. Warum hältst du die Kamera? Das war jetzt nur kurz, okay? Jetzt kommt der schönste Moment. Das brennt jetzt schon, ne? Jetzt mal aufgehen und im Spiegel schauen. Wow. Schön. Ich hoffe, das hast du drauf. Das kommt vom Herzen. Ja, das kommt vom Herzen. Oh, das ist richtig schön. Oh, toll. Pass auf jetzt mit dem runter. 2 Jahre, dann ist wieder. Und wieder jemand glücklich gemacht. Ich habe jetzt so einen Pflegezettel bekommen und ich bin fertig. Ey, das ist so surreal irgendwie. Ich fühle mich gerade, als würde ich mit mir selbst reden, aber ich rede ja mit euch und das ist ja eigentlich normal für mich. Aber ich bin gerade so, Damals meinte meine Mama, dass sie eigentlich Tattoos nicht so gut findet. Aber das, weil das eine schöne Bedeutung hat und schön aussieht, findet sie es voll in Ordnung und fände das schön. Gucken, ob es jetzt immer noch so ist, wenn sie es dann wirklich sieht. Ihr habt es jetzt gerade schon gesehen, wie es mir gestochen wurde. Das Ganze ist jetzt mittlerweile 3 Wochen her. Und das Ganze ist jetzt schon sehr, sehr gut abgeheilt. Ich habe es jeden Tag mit Creme eingecremt, mehrmals und habe 2 Wochen keinen Sport gemacht, was für mich auch jetzt nicht so unfassbar schlimm war, muss ich sagen. Ich habe jetzt aber wieder damit angefangen, nur, also, random Info nebenbei. Hier ist das Tattoo. Ich muss kurz mein Handy in der Hand halten, damit ich überhaupt sehen kann, ob ihr es sehen könnt. Hier ist es, das gute Stück. Es sieht jetzt, glaube ich, ein bisschen krumm und schief aus, weil ich meinen Arm so komisch halte, aber es ist total gerade und es ist vor allen Dingen wunderschön gestochen. Ich kann mal ein bisschen näher kommen. Vielen, vielen Dank an das Tattoo-Studio. Ich habe euch das auch mal unten in der Infobox verlinkt. Ich fand die echt richtig super. Die haben das total dünn gestochen, so wie ich es haben wollte. Also, falls ihr aus Berlin kommt und eine Empfehlung braucht, ich packe es euch definitiv unten in die Infobox. Jetzt kommen wir zum spannendsten Teil. Ich habe das Ganze gemacht, ohne dass irgendjemand in meiner Familie davon wusste. Und ich habe die Reaktion gefilmt. Die seht ihr jetzt. Also, bist du bereit? Hä? Warum kommst du jetzt darauf? Mach mal kurz Augen zu. Ich mach nichts mit deiner Sorge, mach zu! Ich will dir nichts tun! Lass sie zu, mach sie auf. Hä, sag ich doch! Ist das echt? Nicht anfassen! Weißt du, was da steht? Das ja. Hä, warum wusstest du das? Ich wusste das. Was steht da? 5-10-7. Das ist ja dein Geburtsdatum. Das ist aber ein Liebesbeweis, ne? Sieht aber extrem ordentlich aus. Mir aber geht echt nicht noch mehr. Ich hab schon überlegt, einen Arsch. Das hast du nicht. Nein! Das ist Spaß! Warte, nee, du musst ja sehr stark sein. Ich zeig's jetzt einfach. Nein. Ich finde das wirklich schön. Nee, ich finde das auch schön beschrieben. Ich finde das wirklich schön. Ich will auch sowas. Ja, Jana hat gerade schon gesagt, wenn du einmal anfängst, wirst du süchtig. Ich habe sie hier hingesetzt gerade. Meinte so, mach mal Augen zu. Sie so, hast du dich tätowieren lassen? Ich so, hä? Ich habe darüber seit Monaten nicht mehr gesprochen. Die wissen gar nicht, wie schlau du bist, mein Kind. Ja. Meine Eltern waren eigentlich immer strikt gegen Tattoos, beziehungsweise waren immer so, mach das bloß nicht, du wirst es bereuen. Aber bei dieser Sache war es definitiv anders, weil sie die Bedeutung kennen und die Bedeutung total toll ist. Ich bin super zufrieden. Schreibt mir gerne, was ihr von dem Tattoo haltet, beziehungsweise wie ihr es findet. Ich liebe es über alles, genau wie ich meine kleine Schwester über alles liebe. Oh.
Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und es war ja irgendwie mal so ein kleiner privaterer Einblick bei mir, was ich ja irgendwie eher selten mache, obwohl ich ja noch einen Blogkanal habe. Aber ich habe das Gefühl, ich erzähle irgendwie immer total wenig von mir persönlich. Und das war jetzt mal was irgendwie sehr Persönliches. Auch wenn ich immer noch rede wie ein kalter, gefühlloser Stein. Es tut mir leid und ich kann nicht anders. Ach Leute, ich bin einfach mega glücklich, so eine tolle Familie zu haben. Und vor allen Dingen auch so eine tolle kleine Schwester. Aber auch natürlich so tolle Eltern, auch wenn die jetzt nicht auf meinem Körper verewigt sind. Aber obwohl, das Geburtsdatum von meinen Eltern ist tatsächlich sogar irgendwie auch mit da drin. Meine Mama hat nämlich am 7. eines Monats Geburtstag und mein Papa an einem 5. Das heißt, irgendwie ist es eine Mischung aus allen Geburtstagen. Es war zwar eigentlich nicht meine Intention, aber es fällt mir gerade auf und das finde ich irgendwie sogar noch viel cooler. Irgendwie bin ich gerade voll schüchtern. Ich weiß nicht, was los ist. Normalerweise bin ich vor der Kamera nie schüchtern. Aber egal, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, gebt ihm, wie gesagt, super gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich total freuen. Hier könnt ihr jetzt noch bei meinen beiden letzten Videos vorbeischauen. Hier könnt ihr mich abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Dort oben ist noch mein Blogkanal verlinkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Sonntag zu einem neuen Video wieder. Tschüss!